Am letzten Spieltag der Saison unterlag die Hammer-Spielvereinigung am 3. Juni im Hammer-Malberg-Stadion gegen den tabellenletzten VfB Hülz mit einem 0:1. Trotz der Niederlage freute sich Trainer Wolfgang Sandhove über den Oberliga-Klassenerhalt. Wunderbar. Das war unser Ziel im Laufe der Saison, das haben wir erreicht. Der Auftrag lautete nicht abzusteigen, den haben wir erfüllt. Viele Verletzte haben in dieser Saison die Arbeit des Trainers nicht gerade erleichtert. Ja, da sprechen Sie das schwierigste Thema an, dass die Kaderstärke vor allen Dingen am Ende der Vorrunde dafür gesorgt hat, dass wir mehrere Spiele verloren haben. Dann haben wir in der Winterpause nochmal aufgerüstet und dann haben wir Konkurrenzfähigkeit gehabt im Team. Da wurden unsere Spiele viel besser. Jetzt am Ende hat es uns natürlich sehr, sehr schwer getroffen. Unser kompletter Sturm ist ausgefallen mit Kutuglu, mit Heinze, jetzt auch noch ein Kreuzbandriss von Haluk Metin. Platzek konnte nicht regelmäßig trainieren, so waren wir sogar, mussten wir sogar einen A-Jugendlichen Landsdörfer mit dazu nehmen. Der sicherlich gute Ansätze zeigt. Aber dass wir in den letzten Wochen ohne Sturm gespielt, hat natürlich auch dann auf das Ergebnis eine Rolle gespielt. Aber wir haben den Auftrag erfüllt, sind nicht abgestiegen, also wollen wir alle zufrieden sein. Für die nächste Saison kündigte Sandhove zur Stärkung der Mannschaft den Ankauf von 2 Stürmern an. Wir sind dabei, auf alle Fälle 2 Stürmer zu holen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und da gehört einer von Wattenscheid dazu. Da möchte ich auch keinen Namen nennen. Aber dass die Fans wissen, es wird also was getan bei der HSV. Ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer von Wattenscheid 09. Aber es ist noch nicht fest, weil die alle natürlich darauf gehofft haben, dass wir in der Liga bleiben. Das haben wir heute gemacht. Also jetzt denke ich mal, werden Joachim und der Horst mit großen Schritten dieses andere vorantreiben, was die Vertragsverhandlungen anbelangt. HammTV-Reporter André Hellwig sprach nach dem Spiel mit den HSV-Spielern Sebastian Rubresch und Steven Degelmann. Neben mir steht jetzt Sebastian Rubresch, ein Spieler von der HSV. Sind Sie zufrieden im Spiel? Also ich würde mal sagen, heute kann mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden sein, weil wir haben wirklich nicht so gut gespielt. Aber ich meine, also im Endeffekt zählt ja nur, dass wir nicht abgestiegen sind. Das war ja auch in der ganzen Saison das Ziel. Und das haben wir heute geschafft, auch wenn wir leider verloren haben. Steven Degelmann ist neben mir. Zufrieden im Spiel? Nee, zufrieden kann man nicht sein. Also zufrieden damit, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber das Spiel war einfach eine Katastrophe, um es auf den Punkt zu bringen. Also, woran hat es denn gelegen? Ja, ich denke, es ist immer schwer. Man hört die Ergebnisse der anderen Plätze. In der Halbzeit wussten wir, dass Ferl 3-1 führt. Das heißt, wir mussten nicht mehr zwingend punkten. Und dann ist es natürlich schwierig, sich zu motivieren. Ich meine, das ist auch ein Tor, das eigentlich aus dem Nichts fällt. Die hatten keine Chance. Dann fällt das Tor nach der Ecke und von daher, naja, wir haben dann es irgendwie nicht geschafft, dann doch aus den 400-500-Prozentigen dann noch ein Tor zu machen. Naja, jetzt ist die Niederlage zwar da, aber der Nichtabstieg, das haben wir trotzdem gepackt. Von daher kann man dann morgen oder übermorgen, denke ich mal, dann doch die Freude größer als die Enttäuschung. Es hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, wenn die anderen Spiele anders ausgegangen wären. Dann macht man sich da Gedanken während des Spiels oder versucht man einfach nur, das Beste zu geben? Ja, man darf ja nicht in Panik verfallen. Also zwischendurch war es schon mal so weit, dass viele einfach kreuz und quer gelaufen sind. Man muss halt schon die Ordnung behalten und das Ergebnis am Ende, ich kannte nicht, wie sich das entwickelt hat. Aber trotzdem, wir haben ja versucht, nur das Tor zu machen. Wir haben ja auch Chancen rausgearbeitet. Man kann ja nicht dann auf Teufel komm raus alles nach vorne werfen. Weil 2-3-0, das hätte uns dann auch nicht viel weitergebracht, wenn wir dann noch die Gegentore gekriegt hätten. Also denke ich, wir haben dann noch versucht, die Chancen rauszuarbeiten. Haben wir auch geschafft, wir haben das Tor nicht gemacht. Ja. Zurufe der Zuschauer von draußen, die sind ja ein bisschen kritisch, wenn Chancen nicht verwertet werden. Reagiert man darauf? Ist man dann verunsichert? Ich weiß nicht, die Zuschauer haben, denke ich mal, das Recht zu meckern, weil wir dieses Jahr wenig Heimspiele hatten, die wir gut gespielt haben. Und die liegen größtenteils schon lange zurück. Also die ersten beiden Heimspiele gegen Preußen Münster und Schalke, die waren gut. Und danach ist es immer so schleppend zu Hause abgegangen. Von daher denke ich, ist es klar, dass da Unmut geäußert wird. Aber ob das jemanden nervös macht, also mich persönlich nicht. Weil ich meine, es ist schön, vor so vielen Leuten zu spielen. Ich bin froh, dass heute wieder 1000 Leute gekommen sind. Habe ich nicht mit gerechnet. Und dann darf man sie auch nicht verrückt machen lassen. Ich meine, man erwartet auch Zuschauer, man hofft auch immer, dass sie kommen. Und dann darf man das nicht ins Negative münzen. Nach so einer Saison macht man sich da Gedanken für die nächste Saison, dass es dann auf jeden Fall besser werden muss? Welche Zielsetzungen gibt es da jetzt für die nächste Saison? Ja, Zielsetzung. Man weiß noch nicht, wie der Kader aussieht. Da muss man sicherlich dann gucken, wie stark der Kader ist, was man dann erreichen kann. Aber ich denke, es kann dann nur ein Ziel geben. Und dadurch, dass die Ligen halt zusammengelegt werden, diese neue Oberliga NRW, die ist sicherlich sehr interessant für den Verein. Und ich denke, da muss man dann auch angreifen. Also, dass man dann Elfter wird, glaube ich, muss man werden. Und weil alles andere ist, glaube ich, vertan. Man kann nicht in so ein Jahr gehen und sagen, man will dann nicht absteigen oder irgendwas, sondern man muss dann schon Elfter, Zehnter werden. Und ich denke, da wird auch der Kader in die Richtung zusammengestellt. Und ich hoffe, ich denke mal, das wird sich in den nächsten Wochen ergeben. Okay, vielen Dank dann. Viel Glück für die nächste Saison. Ja, danke. Auch die Fans der Hammer-Spielvereinigung waren mit dem letzten Spiel der Saison trotz der spendierten 100 Liter Freibier keinesfalls zufrieden.
Ich trinke ja für mein Leben hier eine Freibier, aber das schmeckt mir nicht. Alles klar. Nach dieser Leistung, ich finde das nicht in Ordnung. Wie kann man zu Hause so auftreten, von Anfang an ohne Stürmer zu spielen? Da geht doch überhaupt nicht. Ich will noch ein Spiel gewinnen, oder nicht? Oder will ich nur, ich hätte nur gehofft, normalerweise mussten wir absteigen. Wir haben durch das Glück gehabt, dass unsere Mitfavoriten für den Abstieg, dass sie auch verloren haben. Mehr haben wir nicht gehabt. Was haben wir gebracht? Wir haben gar nichts gebracht. Woran hat es denn gelegen? Können Sie da irgendwie was vermuten? Ja, ich vermute, dass die Mannschaft in jedem Spiel ein anderes System spielen muss. Wie kommen Sie auf die Idee? Ja, muss man mal einen Fußballexperten fragen. Sind Sie keiner? Ich habe hier 7 Jahre lang Arbeit gemacht. Aber auch früher gespielt bestimmt mal, oder? Ja, und ich habe hier 7 Jahre lang in dem Verein Arbeit gemacht. Ich habe die erste betreut. Wir waren ein gutes Team, zum Beispiel unter Manni Balzerzak. Das, was der Trainer hier veranstaltet, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das versteht kein Mensch hier. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ganz katastrophal. Woran liegt's? Ja, am Trainer. Falsche Einstellung. Einfach am Trainer. Ja, die Mannschaft falsch reingestellt, würde ich sagen. Wenn man zu Hause gegen Abschied spielt und gegen Tabellen letztens verliert, stimmt was nicht. Die Spieler haben aber auch viele Chancen vergeben, richtig. Muss man auch sagen. Ja. Kein Stürmer da. Meinen Sie, die Wechsel kamen zu spät? Ja, würde ich sagen. Erste Halbzeit hätte er schon wechseln müssen. In der Halbzeit schon. Und für die nächste Saison sehen Sie aber positiv in die Zukunft, oder? Nein, mit dem Trainer nicht. Ich schiebe mal auf den Trainer. Ja, er hat damals auch gesagt, bei einem Spiel, das war glaube ich gegen Verl, dass man dieses Spiel nicht unbedingt gewinnen muss. Und ich sage, wenn man einer Mannschaft oft genug sagt, dass sie nicht unbedingt gewinnen muss, dann glaubt ihr das auch irgendwo. Aber das stellt die Mannschaft falsch ein. Und ich bin auch der Meinung, dass er, wie er heute gespielt hat, mit der Einstellung kontrollierte Offensive, zu Hause gegen Tabellenletzten verliert. Das ist einfach unmöglich, das geht nicht. Und wie er sich verhält auf der Bank, die Körperhaltung, sage ich mal, die Körpersprache sagt schon alles, sage ich mal einfach so. Jetzt 30 Jahre Mitglied der Spielvereinigung, aber das war schon eines der schlechtesten Spiele, die ich je gesehen habe. Ja, die Leistung der Mannschaft war wirklich nicht berauschend, war nicht besonders, was die abgeliefert haben. Aber wir haben oft Chancen. Wir haben es geschafft, ja. Wir sind drin geblieben, das ist das Einzige, was zählt. Also das Minimalziel erreicht, Oberliga bleibt weiterhin bestehen für die HSV. Richtig, und das Spiel, das ist eigentlich symptomatisch für die ganze Saison, weil die anderen Mannschaften haben wieder alle für uns gespielt. Und das war immer so, wenn wir schlecht waren, waren die anderen noch schlechter. Aber die Leistung kann man heute verzeihen, oder? Denke ich mal schon, ja. Aber es muss besser werden. Richtig. Wesentlich besser. Haben Sie irgendwelche Tipps für die Spieler, für den Trainer, nur als Laie? Also ich war ja der Meinung, wir hätten so spielen müssen wie in Verl, als wir das 1-1 in Verl geschafft haben. Das bedeutet für mich, hinten reinstellen, dicht machen und eben gucken vorne, was läuft. So ist der Otto Rehhagel damals Europameister geworden. Das ist die Orientierung an Otto Rehhagel. Richtig. Der ist heute auch nicht mehr so gut. Ja, stimmt. Aber wir haben eben die Möglichkeit nicht. Ne? Wir haben nicht so starke Stürmer. Wir können nicht nach vorne spielen. Ne? Und deswegen hinten reinstellen und dann gucken. Was wünschen Sie denn für die nächste Saison für die HSV? Dass sie gewinnen natürlich.